trifft da durch mit so wenig Luft, ja? Franz Stettner steht vor einer Premiere. Gleich soll er sich in dieses Tauchboot zwängen, die Jago. Es ist Deutschlands einziges Forschungstauchboot, das Menschen an Bord nehmen kann. Von außen wirkt es recht voluminös, doch innen ist es durchaus beengt, wenn zwei erwachsene Männer drinstecken. Die Jago ist, samt Team und Unterstützungstaucher, eigens nach Bayern gekommen. Das Walchensee-Kraftwerk hat um Hilfe gebeten. Weil hier alle 10 Jahre ein Stollen überprüft werden muss, der komplett unter Wasser liegt. Es geht um den Kesselbergstollen, der das Wasserschloss des Kraftwerks mit Walchenseewasser füllt. Selbst im Einlassbauwerk in Urfeld kann man den Stollen, der 10 Meter unter der Oberfläche liegt, nur erahnen. Doch Franz Stettner muss da rein, um die Statik zu prüfen. Hat man nicht alle Tage, ne? Aber es wäre einfacher, zu Fuß durchzugehen, oder? Das auf jeden Fall, das ist klar. Man sieht auch, man kommt da unmittelbar ran. Und es heißt ja, die Bauwerksprüfung macht man möglichst handnah. Aber die Möglichkeit besteht natürlich ja nicht. Ne? Am Nordzipfel des Walchensees zapft der Stollen seit 1924 den See an. Die Rechen verhindern, dass Treibholz in das Kraftwerk gerät. Dahinter gibt es auch eine Schützenwand, mit der man den Schacht trockenlegen könnte, um ihn zu begehen. Doch das traut sich niemand. Der ganze Berg könnte nachrutschen, wenn plötzlich der Wasserdruck fehlt. Beim letzten Untersuchung hat man einen Test gemacht mit seilgestützten Tauchrobotern, die man da durchgeschickt hat. Leider war die Optik, die Beleuchtung, dafür etwas ungenügend, um sich ein genaues Bild zu machen. Diesmal soll die Prüfung klappen. Also muss Gutachter Franz Stettner in die Jago. Er wirkt sehr gelassen, doch vorm Einsteigen hat er schon noch gefragt, was wäre, wenn der Motor ausfällt. Danke, viel Erfolg, viel Spaß. Also da darf man natürlich erstmal keine Platzangst haben und das irritiert erstmal nicht, weil wir noch ein Ass im Ärmel haben. Wir haben 4 Tage Überlebenszeit in dem Boot und bis dahin holen uns die Taucher raus. Falls wir einen Totalausfall haben. Der Stolleneingang ist nur wenige Zentimeter breiter als das Tauchboot. Vorsichtig schieben Taucher die Jago durch das Nadelöhr. Von da an geht es 1200 Meter durch den Stollen, dessen Durchmesser nur knapp größer ist als die Jago. Am besten ist nur an die Arbeit denken. Man muss sich etwas gewöhnen an die Perspektive durch diesen Fischaugeneffekt, durch das gekrümmte Fenster. Aber mit Kamera, man hat so eine mobile Videokamera, die man auch noch auf dem Bildschirm verfolgen kann. Und in Verbindung mit das Auge gewöhnt sich dann auch irgendwann an die Perspektiven, an die Größenverhältnisse. Und dann funktioniert es auch ganz gut. Nach über einer Stunde Fahrt im Schneckentempo ist das Ziel erreicht. Das gewaltige Zwischenbecken im Wasserschloss des Kraftwerks. Franz Stettner hat keine besonderen Schäden im Stollen entdeckt. Aber er ist um eine ganz ungewöhnliche Erfahrung reicher. Schau, alles geschafft.